Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Google Docs deine Dokumente als PDF-Dokument exportieren kannst. Viel Spaß! Wenn du dein Dokument fertig geschrieben hast in Google Docs und es nun als PDF-Dokument herunterladen möchtest, gehst du dafür einfach auf Datei und herunterladen. Dann öffnet sich ein kleines Menü, bei dem du diverse Dateiformate auswählen kannst, unter anderem auch DocX, also das Microsoft Word Dateiformat oder auch Open Document Format. Aber an vierter Stelle befindet sich aktuell PDF-Dokument und PDF-Dateien sind sehr beliebt. Möchtest du es als PDF-Dokument herunterladen, klickst du einfach auf PDF-Dokument. Es lädt dann kurz, je nach Größe des Dokuments kann dies auch mal ein paar Sekunden dauern. Es öffnet sich dein Windows Explorer und dann kannst du dort dein Dokument einen Namen geben, beispielsweise erste PDF. Klickst auf Speichern und dein Browser, vorzugsweise Chrome, lädt dann das PDF herunter. Du kannst es dann auch direkt anklicken und es wird in einem neuen Tab geöffnet und dein Dokument ist exportiert als PDF-Dokument. Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, es als reine Textdatei zu exportieren oder als HTML-Webseite oder als eine Publikation. Je nachdem, was du für Bedürfnisse hast, kannst du dir hier eine Sache auswählen oder mehrere, dein Dokument exportieren und somit auch als Datei verwenden und nicht nur online über Google Docs. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du weißt jetzt, wie man ein PDF-Dokument exportiert in Google Docs. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal. Ciao.